Von mir, ich glaube, die meisten auch schon kennen hier die Drinsätze nicht. Ich arbeite für die Firma Swisslands. Ich habe Myopia Care gegründet, um als private Vergnügen, das ich da habe, abends immer mit meiner Frau zusammen. wir können, diese Plattform ist eigentlich eine Verbindungsstelle zwischen Industrie, den Augenspezialisten und Augenspezialisten zu den Eltern. Wir versuchen da Möglichkeiten zu finden, wie man die Kommunikation zwischen den Gruppen eben verbessern kann. Deshalb, Sie haben gesehen, wir haben eine neue Broschüre herausgegeben, die fachneutral ist, von Verbänden neutral ist, die interdisziplinär auch mit Dr. Hoppe und Gero und Frau Dr. Professor Palmowski aus der Uniklinik Basel zusammen haben wir die erstellt, sodass man die Eltern neutral, ohne Industrie, ohne Sponsoren, ohne Verbände informieren kann. Dann natürlich die Myopie-Gruppe, die wir gegründet haben mit der Nora Brettschneider und Andi Detwiller. Und die haben jetzt, knacken wir wahrscheinlich dieses Wochenende, die 1200 Mitglieder. So, das ist eine schöne Diskussionsrunde und wir können da sicher dann auch noch weiter diskutieren. So, zur Vorstellung, ich glaube, Michael Bertschi, wir fangen alphabetisch der Reihe nach an. Michael Bertschi kennt man meist aus der Schweiz, er ist eben nicht nur Optometrist, er ist PhD und was er eben auch macht in der Schweiz, er ist... Er ist bei den Ophthalmologen auch sehr anerkannt. Und bei Ophthalmologen, Optometrie in der Schweiz, aber eben auch bei den Sherpas in den Bergen, in Himalaya, unterwegs. So, ein bisschen, wie machst du dein Myopie-Management? Wie ist es bei dir organisiert? Wie sprichst du das an im Geschäft? Also wir sind ja ein reines Kontaktlinsenstudio in dem Sinn und Optometrie-Praxis, das heißt, wir bekommen keine Kinder über die Brille zu uns. Das ist vielleicht im Unterschied zu den meisten Betrieben, wo die Kinder natürlich über die Brille in den Betrieb kommen. Bei uns ist es entweder, dass die Eltern direkt an uns wenden oder dass über die Ärzteschaft Kinder zu uns zugewiesen werden, die sich nicht eignen oder nicht mehr eignen für Atrophiebehandlung, sodass wir dann mit den Kontaktlinsen arbeiten können. Also die Leute kommen meistens schon zu uns und haben eine Idee oder eine Angst vielleicht auch und konkrete Fragen, sodass wir dann direkt mit auch Broschüren, die wir schon erarbeitet haben, für direkt auf dieses Thema eingehen können. Das ganze Team ist auch entsprechend instruiert, also vom Empfang her, vom allerersten Kontakt an bis zum allerletzten, sprechen alle die gleiche Sprache und so finden sich, glaube ich, die Eltern ziemlich schnell und hoffentlich auch die Kinder sehr schnell wohl bei uns. Okay, vielen Dank. So, Philipp Hessler haben wir gestern und am Donnerstagabend schon gehört für Oculus, wo er das neue Myopia-Master vorgestellt hat. Er arbeitet im familiären Betrieb in der 6. Generation, habe ich gehört. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Er ist noch in Jena mit unterstützend als Fachdozent und macht jetzt sein PhD wahrscheinlich. Und eben hat seine Diplomarbeit, Master-Thesis über Myopie-Management gemacht. Wie ist es bei dir jetzt in der Praxis, nicht in der Schule, sondern in der Praxis? Ja. Genau, also bei mir ist genau der Fall, dass die Kinder in der Regel über die Brille zu uns kommen. Ja, und sobald eine Myopie da ist, klar, es geht sofort los. Das Thema Myopie-Management wird angesprochen, auch von allen, also vom Azubi im ersten Lehrjahr, der in Kundenkontakt kommt, der muss das ansprechen können. Also das ist eines der ersten Dinge, die wirklich gelernt sein müssen. Und ja, man hat ja immer so den Fall, dass man ja auch möglichst Kinder mal kriegen will, die vielleicht noch nicht myop sind, aber schon Risikopotenzial sind. Da haben wir natürlich große Probleme bei uns in der Praxis. Ne? Geht dir auch so, die kriegen wir in der Regel nicht. Das ist halt dann eher, die kommen vielleicht eher dann zu euch. Ja. Okay. Das dritte haben wir Dr. Hoppe, er ist Augenarzt aus Köln, passionierter Kontaktlinsenspezialist auch, im BFA ganz speziell in dem Ressort für Kontaktlinsen mit zuständig, hat mit uns zusammen diese Broschüre entwickelt, um eben auch die Kommunikation, ich denke auch in der Praxis selber, zu vereinfachen und die Eltern anzusprechen. So, bei dir wird Myopie-Management auch schon klar durchgeführt. Ja. Ich muss dazu sagen, heute bin ich hier als Privatperson, genau. Im Berufsverband. Hält sich gerne in dieser Situation zurück. Das lasse ich mir aber trotzdem nicht nehmen. Und auch nicht die Initiative für die Broschüre, die ich für deutlich und wichtig halte, dass wir hier ein neutrales Statement auf die Beine stellen. Denn unter den, sagen wir mal so, Eingeweihten meiner Kollegen geht es
da geht es so weit, dass man sagt, es wäre schon fast fahrlässig, die Patienten mal nicht darauf hinzuweisen. Es ist nicht nur fahrlässig dem Patienten gegenüber, sondern auch fahrlässig dem Arzt gegenüber, es nicht zu machen, denn es sind auch schon vereinzelt Fälle aufgetaucht, in denen nicht informiert wurde und die Patienten sich nachher über einen Anwalt beschwert haben, das hätte ja mal stattfinden können. Ne? Das heißt also, die Kollegen kriegen da schon, wenn sie Pech haben, auch entsprechend Wind von vorne. Natürlich mache ich das auch in der Praxis, ich bin aktiv, aber nicht aggressiv. Ich informiere zurückhaltend und bringe natürlich neben der Kontaktlinse auch das Atropin ins Spiel. Sehr schön sind eigentlich immer die Vorträge von Frank Scheffel, die da sehr hilfreich sind. Kann ich nur empfehlen, wenn Sie da mal im Internet googeln, da werden Sie sehr schöne Vorträge finden und auch gute, fundierte. In der Praxis läuft es dann tatsächlich so, man muss es ansprechen und es gibt dann tatsächlich Eltern, die sagen, nichts, noli me tangere, pack mich bloß nicht an, ja, das ist mein Kind und Finger weg. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, ja gut, und dann gibt es welche, die sind wirklich schon, die gehen schon manisch an die Sache ran und sagen, ich muss das Kind, das arme Kind, ich habe einen Dreijährigen, der hat minus 4,5 mittlerweile, ne? Da wird es dann schon schwierig, mit normalen Auto-K-Linsen zu arbeiten, in Anführungszeichen, da gibt es natürlich noch Entwicklung. Aber ja, die kommen aus Asien, ich meine, die sind natürlich vorgebildet. Ja, und die, in Asien ist eine ganz andere Infopolitik. In Österreich ist eine andere Infopolitik. Ja, die Österreicher sind einfach weiter als wir bei uns. In Österreich ist es eine Kassenleistung, das ist übrigens sehr hilfreich, dass Österreich das als Kassenleistung vorsieht, das kann man in Deutschland immer gut nennen. Und da die Deutschen natürlich wissen, dass in ihrem System nichts funktioniert, ist das nun mal so. Ne? Dann haben wir eben noch den Begriff, sagen wir mal so, den wir eben schon gefunden haben, der Gero weiß es Bescheid, den Begriff des Kümmerers. Es wird sich halt nicht immer intensiv gekümmert um die Patienten. Das betrifft nicht allein die Augenheilkunde, das ist eine generelle Kritik am deutschen Gesundheitssystem. Ja, das Kümmern lässt nach. Ja, das, was immer so als Gesprächstherapie belabert wird von der Politik, findet einfach nicht mehr statt, weil es auch nicht gewünscht wird. Es wäre ja im Zweifelsfall teuer. Und das ist etwas, das haben halt wenig begriffen, dass man über sowas auch sprechen muss. Aber Kommunikation ist nicht jedermanns Stärke. Insofern, sagen wir mal so, Kommunikation über die Sachlage ist gut und richtig und wichtig. Die Leute, die denken können, die den Kopf haben, nur damit es nicht reinregnet, die können das auch verstehen und die sind auch dabei. Und ich denke, die Erfahrung machen wir alle. Ja, man kann was erreichen, wenn man nichts erreicht, dann, ja, andere Sache. Aber für mich ist allerdings wichtig, dass ich den Leuten dann auch sage, wir müssen es dann natürlich auch regelmäßig nachkontrollieren. Das ist nicht mit einmal Aufsetzen getan. Dann ist auch Arbeit dran an der ganzen Geschichte. Ne? Tut nicht weh, es ist nicht eine Zahnspange, die drei Tage lang klemmt und weh tut, es ist was anderes, aber es ist wichtig, dass man guckt und da kommt dann auch immer die Zykloplegie ins Spiel, die natürlich als obligate Eingangsuntersuchung notwendig ist, ne? Aber das verstehen die alle. Ja, da kommen wir ja noch ein bisschen ins Detail drin, noch in Zeit. Und vielen Dank, deshalb ist es auch schön, dass du eben hier bist, weil du so enthusiastisch in dem Thema mitkommst, ja. Aus der Praxis. Kontaktlinsen haben wir schon immer Spaß. Genau. So, dann Dr. Kreimack, ich denke, man kennt ihn aus Fernsehen. aus vielen Beiträgen zum Thema Myopie natürlich. Stuhl, Tom Cruise. Er wird auch mal reingedrängt. Und das Schöne ist, er nimmt auch immer seine Tochter noch mit, die genötigt wird, aber dann scheinbar doch viel Freude hat. An diesen Interviews. Er hat bei Professor Scheffel studiert, hat die Doktorarbeit gemacht. Genau. Und jetzt in Düsseldorf eine Klinik mit allen möglichen Netzhautspezialist, aber eben auch jetzt mit Atropin in dem Myopie-Management durch die Tochter, habe ich gehört, reingerutscht. Ja, eigentlich vorher schon reingerutscht, einfach durch die Doktorarbeit, weil mein Thema war Atropintherapie bei Kurzsichtigkeit. Da haben wir das damals an Hühnern getestet. Um zu schauen, wie da der Effekt ist von dem Atropin. Wir konnten dadurch auch die Myopie hemmen und konnten zeigen, dass es Auswirkungen gehabt hat auf den Dopaminstoffwechsel, auf Wachstum, Sklerawachstum, was gehemmt worden ist,
Kontrast sehen, wie gesagt, bei Hühnern vor 20 Jahren und dann hat es immer mitverfolgt. Und Professor Schöffel ist bei uns in der Praxis auch, hat eine beratende Funktion, macht quasi bei uns auch in der Wissenschaft mit und wir haben mit Atropintherapie vor 3-4 Jahren angefangen. Und Hintergrund auch, weil ich selber kurzsichtig war und die Komplikationen, die man bekommen kann durch die Kurzsichtigkeit, wie grauer Stahl, ich hatte relativ früh mit 42 schon eine getrübte Linse, die operiert werden musste, dann kurze Zeit später noch eine Netzhautablösung, das heißt alles schön mitgenommen, was man kriegen kann. Und das ist natürlich so die Motivation, dass man das bei den Kindern verhindern möchte, dass sie genau da reinrutschen. Und das ist das auch, was wir den Eltern probieren klarzumachen. Es geht nicht darum, dass sie keine Brille tragen sollen, es geht nur darum, dass wir verhindern möchten, dass sie in diese pathologische Myopie da rutschen. Sie sehen natürlich dann auch als Netzhautspezialist die ganzen myopischen Makuladegenerationen und die Netzhautablösungen, die dadurch kommen. Also das, ich glaube, das kann ja erschreckend sein, was dann wahrscheinlich in Zukunft vielleicht mehr wird. Na, wenn man richtig therapiert, dann wird es weniger, fällt mir jetzt auch. Okay. Hätte schon fast ein Schlusswort sein können. Ja, genau. Ja, auch fertig. Perfekt. Gehen wir noch aus. Sind wir auch fertig hier. Wie gesagt, meiner Tochter ging es dann auch los mit der Kurzsichtigkeit, dann hat man das alles vor Augen, dass einem da so selbst widerfahren ist. Und dann ist natürlich die Motivation noch größer, in der Richtung was zu unternehmen. Ja. Wie ist es im Team, in Ihrer Klinik, wie das, wenn Kinder kommen, die kurzsichtig sind, werden die von Orthoptistinnen, von Kollegen, Optometristen betreut, auch bei Ihnen direkt? Dadurch, dass wir das relativ früh angefangen haben, dieses Thema publik zu machen, was die Webseite angeht, Vorträge gehalten haben, haben uns irgendwie schon so einen Namen gemacht, sodass uns dann Kinder überwiesen werden, genau mit dieser Fragestellung. Mhm. Und im Team einfach durch Broschüren, die wir dann auch gemacht haben, wo wir, es gibt eigentlich gar keine richtigen Richtlinien, wann man therapieren soll, wann man anfangen soll. Das heißt, da musste man sich einfach selber Gedanken machen, Literaturrecherche durchführen und das letztendlich für sich genau sich dann selbst überlegen, was macht Sinn und das dann einfach so festlegen, das sind unsere Richtlinien und damit denke ich, ging das ganz gut. Das heißt, Sie kriegen Überweisungen von Kollegen aus, von Augenärzten und von Optometrie vielleicht? Ja, oder die haben es irgendwo im Fernsehen gesehen. Ja. Das hilft. Das hilft.